Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irina und wir schauen die Tageskarte für heute. Mal schauen, welche Karte Nummer 1 und welche Karte Nummer 2. Und noch zusätzliche Karte mit einem Spruch. Mal schauen, welches Schicksal spielt jetzt gerade in dein Leben? Karte Nummer 1 und Karte Nummer 2. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt euch entschieden, die erste oder die zweite Karte. Und ich werde schon nicht lange warten. Die erste Karte ist 10 Kelche. Eigentlich, das ist ein Gewinn, eine glückliche Vollendung. Das heißt, die Geschichte kann sein, die Geschichte geht zu Ende. Aber ich meine, wie zu Ende. Dadurch, dass es eine 10-Karte, das heißt, in diesem Bereich, in dieser Situation mehr kannst du nicht haben. Das ist vollkommenes Glück. Wenn du möchtest, weiter Glück zu haben, du musst dich entwickeln, in die andere Stufe kommen und da wieder von 1 bis 10 nach oben gehen. Jedes Mal, das ist wie hoch runter, diese Achterbahnfahrt. Das heißt, du hast diese glückliche Phase erreicht. Wie lange bleibst du da hier in diesem Gefühle? Das ist auch, meine Lieben, euch überlassen. Wenn Mensch klammert sich an jemanden, geht das auch schnell vorbei. Schau, dass du, wie sagt man, bisschen gleichgültiger zu dieser Situation wirst, wenn du in eine Partnerschaft bist und so glücklich. Schätzen musst du schon, aber trotzdem nicht zu sehr sich konzentrieren, die Aufmerksamkeit auch nicht zu sehr, sonst wird das Glück zerstört. Leider ist das so. Aber heute sehr viele gute Nachrichten kommen, sehr viele tolle Angebote. Eigentlich, das ist auch, könnte Familientag sein. Super toller Tag. Und jetzt ein Spruch für dich das ist japanische Weisheit. Die Geduld nicht verlieren, auch wenn es unmöglich scheint. Das ist Geduld. Genau. Genau. Die Geduld nicht verlieren, auch wenn es unmöglich scheint. Das ist Geduld. Bitte Geduld nicht verlieren. So, meine Lieben, die zweite Karte. Schauen wir hier. Stern. Wow. Heute ist ein Glück. Wahnsinn. Leute, ich bin begeistert. Was habt ihr da? Erzählt mir, wer welches Glück hat. Heute wird irgendwie welche Hoffnung dir eröffnet. Vielleicht lernst du heute jemanden kennen. Hier könnte übrigens auch, dass du jemanden kennenlernst für richtige Partner oder so. Hier kann dir jemand etwas versprochen. In eine Situation, da wo du schon gesagt hast, ach, ich habe kein Glück. Heute diese Situation wirst du spüren. Doch, ich habe Glück, ich habe Hoffnung. Etwas ganz, ganz Schönes in eine Sache wirklich. In jedem Bereich, was ist in diesem Moment für dich wichtig ist, lohnt sich weiterzumachen. Bitte gib nicht auf. Ist eine wunderschöne Karte, meine Lieben. Diese Karte auch bedeutet Unterhaltung und irgendwie welche Nachrichten, Medien, zum Beispiel Internet, vielleicht dort kannst du jemanden kennenlernen, aber heute ist wirklich, wie gesagt, am Ende des Tunnels siehst du heute Licht. Sehr gute Karte. Und das ist großer Arkan. Nur in einem ruhigen Teich spiegelt sich das Licht der Sterne. Chinesische Weisheit. Genau, das ist ein ruhiger Zustand. Bitte schau, dass du in der Ruhe bist, dass du in Harmonie mit sich selbst bist, dann kannst du diese Hoffnung entdecken. Nur in den ruhigen Zustand, ohne großartige Emotionen, bisschen in der Stille zu gehen, nachzudenken und dann wirst du diese Stern entdecken, meine Lieben.
Ich wünsche euch allen wunderschönen Tag. Totale schöne Karte sind heute. Und ich freue mich für eure Feedback. Was ist wirklich Schönes passiert heute? Alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben.